Rote Rosen Vorschau für Folge 3248. Mona kann noch immer nicht fassen, dass Gerhard will, dass sie ihren Meister macht und er sie als seine Nachfolgerin sieht. Gern würde Mona ihm die Restaurierung der Holzsprossenfenster der Kirche in Schwindel an der Höhe abnehmen, wäre da nicht ihre Höhenangst. Auf einer Klettertour mit Jens gelingt es ihr, ihre Angst zu überwinden. Im Überschwang der Gefühle kommt es zu einem Kuss. Tatjana ist noch nicht bereit, sich auf ein Abenteuer mit einem anderen Mann einzulassen. Sie schlägt Hendrik vor, Freunde zu bleiben, aber er macht ihr klar, dass er nicht an eine Freundschaft zwischen Mann und Frau glaubt. Ein Grund mehr für Britta, sich über Hendrik aufzuregen. David und Amelie schaffen es, gemeinsam ein überzeugendes Konzept für die Schmuckbörse zu erarbeiten. Simon versteht sich währenddessen immer besser mit Ellen, die ihm nun doch eine Chance geben will. Johanna und Walter geraten wieder aneinander, als er glaubt, dass sie seine heißgeliebten Stiefel verhökert hat. Dabei haben Lilly und Joe die Schuhe bei ihrem Mini-Flohmarkt verkauft.